Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA, oh Gott, ich habe zu viel FIFA gezockt. Witcher 3 mit Paxis. Grafik ist jetzt gefixt, das müsste eigentlich alles gehen. Das Problem ist nur, was ich aber nicht rausfinden konnte, woran das liegt, dass mein Aufnahmeprogramm mit weniger FPS aufzeichnet, als das Spiel jetzt quasi läuft. Verstehe nicht ganz wieso, das ist auch bei keinem anderen Spiel so, aber ich kann das mal nichts dagegen machen, aber ich glaube, es ist trotzdem jetzt flüssig, deswegen reicht es aus. So, jetzt müssen wir mal versuchen, die Tränke wieder zu bekommen. Ich glaube, da müssen wir noch eine Stunde schlafen, also bis zur nächsten vollen Stunde. Und dementsprechend ist alles wieder aufgefüllt, sehr schön. Wir gucken nochmal nach, wir brauchen ja immer, wie gesagt, ich habe keinen Plan mehr, was in mein Inventar alles so da ist, etc. Ich habe wirklich, also, ja, es ist einfach sehr, sehr lange her, dass ich gespielt habe. Ich wollte jetzt eigentlich mal nachgucken, wie viel starken Alkohol ich noch habe. Alchemie, ist das jetzt hier? Aber ich weiß jetzt gerade halt nicht, fünfte Essenz. Ich weiß noch nicht mal mehr, wo das jetzt angezeigt wird. Das jetzt, glaube ich, ne? Nee, das ist eine leere Flasche. Ach, hier, das, ne? Zwergenschnaps, genau. Zwergenschnaps zum Beispiel wird verwendet, um die Tränke wieder aufzufüllen. Alles klar, Bingo Bongo. Oh Gott, ich hoffe, ich steige niemals im Level auf, weil ich habe auch keinen Plan mehr, wie das funktioniert hat. Mit dem Aufleveln etc. So, jetzt habe ich zum Beispiel volle 60 FPS und mein Programm zeichnet aber nur auf mit 45 FPS. Das ist ein bisschen scheiße. Verstehe nicht, wieso. Ich überlege gerade, wenn ich jetzt vielleicht in den Optionen ausschalte, dass das unbegrenzte Bilder pro Sekunde bringt. Naja, ist genau gleich. Okay, ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Wenn ihr irgendwie einen Plan habt, was das Problem sein könnte, warum mein Aufzeichnungsprogramm mit weniger aufzeichnen möchte, als das Spiel eigentlich läuft, dann sagt mir Bescheid. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir mal dahin, wo wir eigentlich hingehen wollten, nämlich zu unserem nächsten Hauptquest. War hier eigentlich ein Fragezeichen oder habe ich das gerade durch Zufall aufgedeckt gehabt? Bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ist auch egal. Wir gehen jetzt trotzdem einfach zu dem Hauptquest. Und da das nicht mehr sehr weit ist, nur noch ein paar Schritte, können wir da auch hinrennen. Brauchen wir kein Pferd. Ich meine, Plätze soll sich ja auch mal ausruhen, ne? Da kommt jetzt zwar ziemlich lange ausruhen, weil ich schon lange nicht mehr gespielt habe, aber egal. Er freut sich über jede freie Minute, wo er. Es ist ja ein magisches Pferd, das taucht ja immer sonst wo auf. Wird auch langsam nachts, es wird dunkler. Aber das gehört dazu. Aber ich bin ja mal gespannt auf dieses Hauptquest. Wie gesagt, das Hauptquest klingt total langweilig, uninteressant und überhaupt nicht wilder. Kutteln helfen gegen jeden Kater. Und überhaupt nicht wirklich nach 10 Stunden Arbeit, weil. Essen und saufen, das ist das Leben. Ein bisschen. Wie konnte ich denn eigentlich normal gehen? Okay, das kann ich nicht mehr probieren, weil jetzt wahrscheinlich erstmal. Ja, genau. Hey da, Typ! Ich kenne deine Visage nicht. Was willst du? Ich suche Olgierd von Everreck. Ah, der ist drinnen. Olgierd von Everreck. Den suche ich. Hier ist keiner, der so heißt. Was ist das für eine Truppe? Und was ist das für eine Truppe? Wie sieht sie denn aus? Eine Bande Halsabschneider oder ein Trupp ehemaliger Soldaten, die Glück hatten? Ach, aber da irrst du dich leider. Denn wir sind Söhne von Adligen, alle. Und Töchter. Also, erfahre ich jetzt, wer ihr genau seid? Die Freie Armee Redaniens. Man nennt uns die Wilden, wegen des Wildschweins im Wappen. Mhm. Man sagte mir, ich würde Olgierd von Everreck hier finden. Da hat dich einer verarscht, Bruder. Hahaha.
Dann kannst du vielleicht einspringen und mir helfen, Bruder. Irgendwas sagt mir, dass wir nicht die gleiche Mutter haben. Na gut, Angus, du hast deinen Spaß gehabt. Ich bin Olgierd. Sag mir, was dich herführt. Nein, nein, ich bin Olgierd. Du von wegen. Ich bin Olgierd. Die sind wohl alle sehr lustig drauf, oder was? Ein Haufen Idioten, sehr lustig, aber ich bin geschäftlich hier. Ja, ich bleib nett. Ihr seid umwerfend und ich würde gerne mit euch lachen, aber die Zeit drängt. Holla, nun wird er aber ernst. Das Monster in der Kanalisation. Olgierd von Everek soll eine Belohnung ausgeschrieben haben. Der war die ganze Zeit schon ernst. Ist doch klar, als Hexer. Wieso? Ihr habt keine Gefühle mehr. Darum seid ihr so steif, als hättet ihr eine lange Pike im Arsch. Na gut, Meister Hexer, Schluss mit den Scherzen. Die sind ja auch nicht mehr die neuesten. Hast dich wacker geschlagen. Komm, ich bring dich zu Olgierd. Was für billige, schlechte Witze, ey. Das war nicht mal ansatzweise lustig. Wie nennt man dich? Geralt von Riva. Dann hör mal her, Geralt von Riva. Wenn du Olgierd triffst, musst du sein Interesse wecken. Lächeln. Ich glaube, ich brauche sowieso hier nichts mehr. Interesse wecken? Er ist doch der mit dem Monsterproblem. Ja, aber er braucht dich nicht, um es zu töten. Wenn du diesen Auftrag willst, musst du seine Aufmerksamkeit erregen. Und er langweilt sich schnell. Ataman, Herr, hier ist dein Gast. Weißt du, welche Statuen die besten Preise erzielen? Gottheiten, Königsbüsten und Akte. Und was haben wir hier? Ein nacktes Mädel. Wie findest du sie? Bildhauerei ist nicht mein Gebiet. Muss zugeben, dass es mir gefällt. Mir sind die Werke von Gernst lieber. Ich bin wegen des Aushangs hier. Doch, mir gefällt sie eigentlich. Gefällt mir. Vor allem die beiden Ovoide. Ein Scherzkeks. Gut. Leute ohne Humor mag ich nicht. Langweilen mich zu Tode. Ah, Botticelli mochte ich immer. Was für Leben er einem Steinblock einhauchen konnte. Aber jetzt ist es wieder nur ein Stein. Ideal proportioniert, makellos. Schrecklich perfekt. Leblos und langweilig wie ein Felsbrocken an der Straße. Schon besser. Zumindest interessanter. Na schön. Kommen wir endlich zur Sache. Doch gehen wir erst zu den anderen und erfrischen uns. Ataman Olgierd, lang möge er leben! Lang lebe der Ataman! Lang lebe der Ataman! Lang lebe der Ataman! Kommt und trinkt mit uns! Tja, jetzt haben wir wohl keine Wahl mehr. Bring uns Wein, Schätzchen! Und was zu knabbern. Ich habe mir schon gedacht, dass er diese Statue dann umschmeißt und naja, schade, dass es gemacht hat. Ich fand sie hübsch, aber ich muss meinen Bademantel ausziehen. Den hatte ich angezogen, weil es irgendwie kalt war. Aber jetzt ist es mir warm. So. Was wollte ich noch sagen? Irgendwas wollte ich noch sagen. Genau, kann das sein, dass der Ataman oder dass David Beckham
quasi Modellstand für Ataman. Also wer David Beckham kennt, der sollte jetzt mal drauf achten, wenn er diesen Ataman wieder zu Gesicht bekommt. Ich finde, der sieht total aus wie David Beckham. Und wer den Film King Arthur gesehen hat, da hat David Beckham eine kleine Nebenrolle. Da hat er, glaube ich, auch so eine Narbe im Gesicht und da sieht er dem noch ähnlicher. Aber wie gesagt, ich finde, er sieht aus wie David Beckham. Und fragen wir erstmal, was es zu feiern gibt. Gibt es einen besonderen Anlass oder habt ihr nur Lust zu zechen? Jeder Anlass ist besonders. Heute ist es eine Namensgebung. Wessen? Die von Herodors neuem Säbel. Ich hab einen Namen für die Dame. Schöne Waffe, ich taufe dich. Traditiana. Okay, das war anscheinend wieder lustig. Keine Ahnung wieso, hat das mit Tradition zu tun. Klingt wie Tradition auf Italienisch oder so. Das Monster in der Kanalisation, weißt du mehr darüber? Weiß nicht, was es ist. Nur, dass es tödlich ist. Es wäre mir egal gewesen, aber es hat meine Köchin gefressen. Oh, die konnte Wild zubereiten. Unvergleichlich. Und in der Kanalisation wollte sie Rehe schießen? Nein, sie ging mit ihrer Schwester oder Cousine zu einem Jahrmarkt. Ist auch egal. Das blöde Huhn hat ihr erzählt, in der Kanalisation von Ochsenfurt säße eine Kröte, die ein verwunschener Prinz ist. Frauen. Für Prinzen warten sie knietief durch Scheiße. Vissi war da keine Ausnahme. Sie ging runter und kehrte nicht zurück. Und da war sie nicht die Erste. Hey, lasst sie in Ruhe. Behandelt man so die Tochter des Hausherrn? Tut mir leid. Wo waren wir? Ach ja, der Auftrag. Übernimmst du ihn? Reden wir über die Belohnung natürlich, Maris. Das Biest ist praktisch tot. Wunderbar. Bring mir seinen Kopf. Dann ist die Belohnung dein. Okay, es hat sich nicht wirklich geändert, die Schwierigkeit dieses Auftrags oder zumindest das Gefühl, dass der Auftrag sehr einfach wäre. Der Ataman, den willst du sprechen? Naja, ich hatte doch gerade mit ihm geredet. Ich hatte nur gedacht, dass die vielleicht irgendwas Individuelles zu sagen haben, aber wie es aussieht. Vor allem fällt mir gerade ein, ich habe ja schon mal Witcher 3 aufgenommen und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich damals, als ich Witcher 3 aufgenommen habe... Ach nee, Moment mal. Als ich damals Witcher 3 aufgenommen habe, habe ich glaube ich noch in 30 FPS aufgezeichnet. Und jetzt mache ich es ja in 60. Und damals wurden dann logischerweise, wenn ich aufgezeichnet habe, auf 30 runter geregelt. Dann habe ich es vielleicht nicht mitbekommen, dass der maximal in 45 aufzeichnen will. Ach, keine Ahnung. Beschäftigt mich auf jeden Fall, warum das hier nicht in vollen 60 Frames aufzeichnen will, das Programm. Das ist komisch. Die Kunst des Manövrierens kennen wir schon. Ob die neue Bücher reingenommen haben? Ich glaube jetzt hier in der Erweiterung Hearts of Stone werden sie wahrscheinlich... Und es hieß, vor allem die Erweiterung heißt Hearts, die Mehrzahl. Also Hearts of Stone, Herzen aus Stein und nicht Heart, also nicht Herz aus Stein. Da haben wir gedacht, es wäre die Einzahl. Aber ja, ob die neue Bücher reingenommen haben, ich denke mal... Dreh dich nicht um, das Rumpfass geht rum. Wer sich vollkotzt oder lacht, kriegt noch mehr rum in den Schacht. Ich denke ja, mal, dass sie hier in der Erweiterung Heart of Stone keine weiteren oder keine neuen Bücher reingenommen haben. Ich weiß es nicht. Vielleicht finden wir noch. Aber... Ach, seid ihr blau. Ich schätze, dass es dann bei Blood and Wine neue Bücher gibt. So ein Mist. Weil das ist ja dann wirklich eine... Das ist ja fast wie ein eigenes Spiel. Blood and Wine. Er hat doch gerade noch eine Fackel in der Hand. Hey du, Katzenauge! Ich heiße Geralt. Aber ich nenne dich Katzenauge. Ist das ein Problem? Komm zur Sache. Ich habe ein Angebot. Vielleicht lukrativ, Katzenauge. Jemand hat meinen Kumpel Kloiwert getötet. Finde raus, wer es war. Dann schneid dem Arschloch den Kopf ab. Warum rächst du ihn nicht? Ihr scheint doch alle gern eure Säbel zu schwingen. Das tun wir. Wenn ich wüsste, wer Kloiwert erledigt hat, hätte ich ihn längst ausgeweidet. Ich weiß es aber nicht. Aber du, mit deinen Katzenaugen, siehst einiges mehr. Spür du ihn auf. Diese billigen Tattoos, die immer drauf haben, als wenn sie mit Kuli geschrieben wären. Aber ich glaube, es macht Sinn. Das ist logisch, weil
das soll ja so mittelaltermäßig spielen und ich denke, da waren die Möglichkeiten, Tattoos zu machen, noch sehr, sehr einfach. Also da konnte man nichts Komplexes, denke ich, machen. Von daher, das sah dann wahrscheinlich einfach so aus. Ich bin kein Auftragsmörder. Rede weiter. Kluivert hat mit Fistech gehandelt. Vor ein paar Tagen ist er nach Bogendorf geritten, wegen einer Lieferung. Er kam nicht zurück. Warst du da? Hast du seine Leiche gesehen? Nein, aber Kluivert war verdammt zuverlässig. Wir wollten uns treffen, er kam nicht. Kann nur bedeuten, dass er tot ist. Finde den Mistkerl, der das getan hat, und töte ihn. Ich zahle gut. Ich überleg's mir. Kluivert hat eine Narbe auf der Stirn, so ähnlich wie deine. Daran erkennst du ihn. Ich sagte, ich überleg's mir. Weißt du was, Katzenauge? Ein Blick und ich weiß, wie jemand tickt. Du wirst tun, worum ich dich bitte. Da gehe ich jede Wette ein. Triff mich in Ochsenfurt, in der Taverne zur Alchemie, auf dem Marktplatz. Quest verfolgen Rosa auf einem roten Feld. So, jetzt sind wir... Ah, kann man da drüben spielen? Bist du der Irre, der die Königin abgemuckst? Hey, Hexer, warum stößt du nicht zu uns? Ich persönlich hab nichts gegen eine Abreibung, Danuba. Der Ataman. Zu Diensten, Knappes. Fressen und saufen. Ah, jetzt ist quasi die Frage, welches Quest am nächsten dran ist, weil... Gehen wir erstmal aus dem Anwesen hier raus. Danach werde ich jetzt meinen weiteren Plan quasi schmieden. Also, wir sind jetzt hier. Gut. So, ich habe immer noch nicht rausgefunden, wo ich draufdrücken muss, um direkt in die Quest reinzukommen. Q ist es logischerweise nicht. Ach, war es Tabulator? Kann das sein, dass es Tabulator war? Nee, Tabulator war das. Ach, was war denn nochmal Quest? Verdammt nochmal. Ah, J für Journal. Hä? Habe ich gestern nicht... Gestern also für euch. Beziehungsweise für mich eigentlich auch. Habe ich da nicht J gedrückt und kam nicht rein in die Quests? Sehr komisch. Egal, wir haben hier das Hauptquest, das ist klar. Nebenquest. Schatzsuchen sind egal, also... Sammle sie alle, machen wir eh nicht. Verzauberung, Anfangskosten. Suche den Runenschmied. Rose auf einem roten Feld, spurlos. Sprich mit dem Kräuterkundler. Okay. Wir gucken einfach mal, was jetzt am nächsten ist. Das ist relativ weit weg, Höhle des Kräuterkundlers. Das ist direkt da oben. Das heißt, ich gehe davon aus, dass nichts anderes noch näher ist. Das ist da drüben, ist auch nicht so weit weg, aber... Ja, dann gehen wir mal zuerst was da oben, würde ich sagen. Da können wir jetzt als nächstes, würde ich sagen... Nehmen erst das Fragezeichen. Dann würde ich sagen, nehmen wir die zwei Fragezeichen, dann das und dann gehen wir hier hoch. Das ist mein Plan jetzt. Schauen wir mal. Es gab doch auch irgendeine... neue Markierung, Garin-Anwesen. Vor etwa 240 Jahren kam ein gewisser Josen Garin in diese Gegend. Er war ein reisender Schriftsteller aus Haki, außerdem keiner Schlägerei und keinem Humpen abgeneigt. In dieser Gegend fand er blühende Blumen, schattige Waldwiesen und herrliche sonnendurchblutete Felder. Dies inspirierte ihn, sich dauerhaft hier niederzulassen. Seine neuen Nachbarn behandelten ihn zunächst mit Misstrauen, überlegten sich jedoch anders und tauten auf, da er sich als hervorragender Gastgeber erwies, der ihnen die Kelche stets aufs Neue mit köstlichen Wein aus seiner Heimat füllte. So, ja, irgendeine von diesen Ereignissen, die man an diesen interessanten Orten quasi finden konnte, war doch super selten. Ich habe nämlich gestern so drüber nachgedacht, was das war, was man so selten gefunden hat. Ich glaube, bewachter Schatz gab es relativ oft. Arachnomorph. Ich sehe fast gar nichts. Ach du Scheiße, wie viel mich das schon wieder abgezogen hat. Krass. Da fällt mir ein, ich wollte eigentlich nochmal reingucken, wie die einzelnen
wie die einzelnen er hat auch viel Energie, ey. Ist so dunkel. Nicht schlecht. Ich wollte noch mal gucken, wie die einzelnen Tastenbelegungen sind. Scheiße, oh Scheiße. Scheiße. Ja, genau, das habe ich auch gemeint. Fuck, und ich habe vorher nicht gespeichert. Wir rennen mal weg. Okay. Ja, ich würde sagen, ich mache ja erstmal einen Cut, dann nehme ich mir jetzt die Zeit und gucke nochmal die Tastenbelegungen an, was zum Beispiel Ziel auswählen war und sowas, damit ich ein Ziel halt auswählen kann. Und ja, dann spielen wir weiter. Aber es ist krass, wie schwer die Kämpfe direkt am Anfang sind. Aber okay, das ist ja schön. Das ist ja schön, Herausforderung. In diesem Sinne, Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Pax, bis zum nächsten Mal. Machen wir vielleicht nochmal speichern. So, tschüss.